Der wichtigste iranische Atomphysiker Mohsen Fakhrizadeh ist bei einem Anschlag im Osten der Hauptstadt Teheran getötet worden. Das meldet der iranische Staatssender IRIB. Fakhrizadeh sei demnach von Terroristen erschossen worden und auch einige Angreifer seien getötet worden. Der 63-jährige Kernphysiker war Mitglied der iranischen Revolutionsgarden und Experte für die Herstellung von Raketen. Irans Außenminister Sharif macht Israel für den Anschlag mitverantwortlich. Israels Premierminister Netanyahu warnte bereits 2018 vor dem Wissenschaftler. Israel lehnt einen weiteren Kommentar zu dem Anschlag allerdings ab.